Wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute etwas programmieren, und zwar eine Methode zur Bestimmung der Kreiszahl Pi. Und es ist eine Methode, die für den, so manchen Wahrscheinlichkeitsfan eine Freude bereiten. Und zwar kann man solche Sachen wie eben Pi mathematisch-analytisch suchen, man kann da numerische Methoden anwenden, oder man kann etwas machen, man kann solche Methoden auch durch eine Wahrscheinlichkeit suchen. Gell? Und und das ist dann benannt eben durch dieser Monte Carlo, gell? Und man spricht da von Monte Carlo Simulation oder Monte Carlo Methode, gell? Also wenn man bestimmte Dinge durch Würfeln bestimmt. Und wie kann man bestimmte Dinge machen? Wenn man Volumen bestimmt, kann man auch etwas mit Wasser füllen und schauen, wie viel drinnen ist. Gell? Das ist eine sehr eine Anwendung, gell? Also, die man auch sehr pragmatisch eben machen kann, um etwas zu bestimmen. Gell? Wenn jemand wissen will, wie viel Wein hat im Fass Platz, gell? Ja, dann gehen wir es ausprobieren, dann wissen wir es, gell? Mhm. So könnte man Pi auch bestimmen, gell? Also man geht dann schauen, wie viel hat dann von etwas irgendwo Platz. Oder, und das ist jetzt eine andere Möglichkeit, man geht irgendwo, man geht Punkte setzen, gell? Und zwar zufällige Punkte. Und dann schauen wir, wie viel sind denn da drinnen gegenüber einem Gesamten, das man vielleicht kennt. Und diese Methode, diese stochastische Methode, bei der man da einfach solche zufällige Punkte irgendwo setzt, um dann festzustellen, wie viel sind denn da jetzt drinnen gewesen, gell? Das ist die Monte Carlo Methode oder Monte Carlo Simulation, gell? Und das kann man für alles Mögliche anwenden, gell? Und wir wollten das da für diesen Fall anwenden, den man also am häufigsten sieht, gell? Und zwar diese Bestimmung der Kreiszahl Pi. Ja, wie geht man da vor? Da geht man Punkte setzen, zufällig. Gell? Und und diese Punkte, die geht man in einem Quadrat setzen. Und dieses Quadrat gehen wir an einer Ecke den Mittelpunkt eines Kreises setzen, und dann gehen wir einen Kreis konstruieren und betrachten da diesen Viertelkreis, diesen gelben Viertelkreis. Und jetzt macht man eine Annahme. Und die Annahme ist folgendes, dass sich die Fläche des Viertelkreises zur Fläche des Quadrates genauso verhält wie die Punkte im Viertelkreis zu allen Punkten. Gell? Also das Verhältnis ist dann eben das da, gell? Wo wir sagen, die Fläche des Kreises oder des Viertelkreises, gell? Also die Fläche des Kreises oder des Viertelkreises, nicht des Kreises, verhält sich zur Fläche des Quadrates genauso wie, wie die Punkte im Kreis zu Punkte eben zu allen Punkten, gell? Und jetzt ist es fast gelöst, gell? Also, weil die Punkte, alle Punkte oder die Punkte im Kreis oder im Viertelkreis da, gell? Die kann man ja einfach zählen. Gell? Also wir können da Punkte würfeln und wir können mitzählen, welche Punkte sind denn rot und welche sind eben schwarz oder welche sind alle, gell? Das interessiert uns die alle, nicht die außerhalb. Gell? Und somit kommen wir diese Punkte, die sind alle bekannt. Gell? Die Fläche, die Rechtecksfläche, die ist auch bekannt, gell? Also, oder die Quadratfläche. Wir wissen, wie man die Fläche eines Quadrates ausrechnet, gell? Und dann bleibt nur mehr die Fläche des
Viertelkreises. Jo. Und wenn wir jetzt da eine Annahme treffen, und zwar die Annahme ist, dass diese Kantenlänge des Quadrats 1 ist, also der Radius dieses Viertelkreises ist auch 1, gell? Dann, was ist denn die Fläche dann des Quadrates? Dies ist 1 mal 1, das ist also 1. Und die Fläche des Viertelkreises wäre dann r Quadrat b Viertel, gell? Also r ist 1, gell? Bleibt also b Viertel. Also was bleibt denn übrig? Dann haben wir b Viertel, gell? Verhält sich zu was denn? Zur Fläche des Quadrates, hab's, sieht man nicht, ach gesagt, verhält sich zur Fläche des Quadrates, genauso wie die Punkte, die wir halt in diesem Viertelkreis haben, zu Punkte, die wir haben, zu allen Punkten. Ja, und jetzt haben wir eigentlich fertig, weil jetzt können wir das Ganze noch Pi auflösen und das war's. Jetzt müssen wir nur noch Punkte machen. Ja, wie gehen wir Punkte machen, gell? Also da können wir dann, können wir mal schauen, gell? Also Punkte, so. Und da gehen wir Punkte setzen, gell? So, ja, okay. Und jetzt müssen wir nur schauen, welche Punkte sind denn drinnen und welche Punkte sind nicht drinnen. Gell? Das gehen wir einfach zählen. Und ja. Und wie gehen wir denn Punkte erzeugen? Mit zufällig generierten Zahlen. Gell? Also wir haben zwar keinen Zufall, sondern Pseudo-Zufall. Gell? Und das ist ja feine Sache. Gell? Und noch feiner wäre es, wenn wir dazu alle Prozessoren des Prozessors, den wir haben, also alle Cores, gell, auslasten könnten. Und ja, wenn wir da schauen, gell, also so, okay, also der sieht 8 davon. Also könnte ich 8 mal simulieren gehen. Gell? Ja, schön. Das heißt, wenn ich 8 mal simuliere, parallel simuliere, dann werde ich vielleicht schneller fertig. Gell? Und dann bleibt nur mehr das Einsammeln am Ende. Das Einsammeln der Ergebnisse. Und wie kann ich das machen? Das könnt ihr mit was machen? Mit einer Pipe. Und das wollen wir dann auch programmieren. Wir wollen also eine Simulation machen, die diese Punkte erzeugt. Und das wollen wir 8-mal parallel machen. Gell? Also 8-mal vielleicht eine Million oder auch 100 Millionen. Oder ihr lasst es eingeben, gell? Oder übergeben, wie oft ihr das rechnen wollt. Und das geht es dann 8-mal parallel machen. Und dann geht es eben dieses Verhältnis dann aufstellen und das Pi dann ausrechnen. Das ist nicht genau Pi, gell? Aber das ist einfach, ja, mal schauen da, das, wie gut das wird. Und da sieht man vielleicht auch etwas zur Qualität unseres Pseudo-Zufalls, gell? Und auf eines müsst ihr aufpassen, dass dieser Pseudo-Zufall, wenn man den schlecht initialisiert, dann funktioniert das nicht gut. Weil wenn die Initialisierung für alle gleich ist, dann habt ihr ganz genau die gleiche pseudo-zufällige Zahlenfolge. Und das wäre nicht gut, gell? Also müsst ihr dafür sorgen, dass ihr die Initialisierung für jeden Prozess, der euch da rechnet, anders macht. Ihr könnt es nicht einfach da im Null nehmen, weil wenn ihr das startet, dann habt ihr auch eine gute Wahrscheinlichkeit, dass alle in der gleichen Sekunde starten und somit habt ihr dann ganz genau 8-mal die gleiche Folge und das bringt dann wenig, gell? Also müsst ihr da etwas suchen, um diese Initialisierung von einem zum anderen Kindprozess dann eben anders durchführen zu lassen, gell? Ja, also ich wünsche viel Spaß und hoffe, dass tolle Ergebnisse herauskommen.